Willkommen zurück beim Let's Play von Grid 2. Ja, hochsommerliche Temperaturen. Ich habe das Let's Play schon mal in den Abend verlagert, dass man nochmal 3-4 Grad sparen kann. Die Simracer und Racer im Allgemeinen mit Lenkrad unter euch, die wissen, was ich meine. Der Sommer und die Sonne sind der größte Feind des Racers. Des virtuellen Racers zumindest. Vielleicht sogar noch mehr als bei manch anderem Zocker. Man sagt uns ja gern nach, dass wir die Sonne nicht mögen. So, gucken wir mal hier. Zumindest die Sonne bei Grid 2 wird heute scheinen, wenn wir hier die Meisterschaft bestreiten. Ein Event steht hier noch aus jetzt. Folge 19 müssten wir jetzt sein. Flat für die Meisterschaft in Paris. Okay, also Paris, Côte d'Azur und Barcelona. Und wir haben hier eine relativ gute Fahrzeugauswahl. Schauen wir mal rein. Ja, ich denke mal, ich werde hier mal zum Warmwerden ein bisschen mit dem Golf rumheizen. Ja, es ist soweit. F1 2013 wurde jetzt offiziell angekündigt. War ja mit so gesehen schon klar. Aber jetzt haben wir eben die heißen Infos und wir haben historische Formel 1 Wagen im Spiel, da hätte ich jetzt nicht so wirklich mit gerechnet. Sie wollten es ja schon in den alten Teilen mal mit reinbringen, haben ja auch schon bei 2012 davon gesprochen, als DLC da vielleicht. Warum ist nicht so lange Ladezeit hier? Na, egal. Haben ja schon davon gesprochen, eventuell da historische Boliden als DLC anzubieten und jetzt ist es also soweit. Etwas vorausschauender als sonst. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit ändern. Ja. Das kenne ich mittlerweile doch schon. So, gucken wir mal. So, treten wir mal das Blei durch hier. Die Voraussetzungen sind heute perfekt für dich. Jo. Schnapp dir den Sieg. Da sind wir schon mal gut vorbeigegangen. Einige BMW, Subaru. So, enge Kurve hier, schon mal reinbremsen. Ja, Live Routes. Die Hälfte des Feldes hast du schon geschafft. Jetzt lässt sich nicht voraussehen. Aber ich kenne die Steckstellen natürlich trotzdem. Also entweder geht es da vorne jetzt nach dem Tunnel gleich links oder rechts. Ich meine, gut, es ist ja immer so. Entweder links oder rechts. Man muss immer Abzweige gehen im Leben. So, BMW macht Platz. Es geht da vorne links. Da muss man sehr früh auf die Bremse und auch auf die Handbremse mal rauf. Und jetzt hole ich den Wagen rum und das lief doch relativ gut. Hab da den Subaru ein bisschen weggestoßen. Der scheint dann auch jetzt Positionen verloren zu haben. Aber Callum Kirkwood und Harrison Carter, unsere alten Freunde, sind hier schon wieder am Start. So, ja, F1 2013, ich bin mal sehr gespannt. Wie sich das so vom Handling her anfühlen wird, weil ansonsten rein von der Präsentation und so weiter wird sich ja sicherlich nicht so viel ändern. Die Kurve war jetzt mal richtig schlecht. Ich muss mal zurückspulen. Jetzt habe ich auch noch in die Dachkamera geschaltet. Taste 22, so. Mal ein bisschen weiter zurück. Also da wird für mich sehr entscheidend sein, ob ich das Spiel mag oder nicht. Ach, ist wieder zu doll auf der Bremse gewesen. So, jetzt muss ich erstmal wieder auf die Handbremse hier einpegeln. Erstmal wieder das Gefühl für die Handbremse beim Golf kriegen. Da war ich zu lange einfach drauf. Jetzt war ich zu kurz drauf. Meine Herren. Ja, so ist das immer. Wenn man mal 2-3 Tage wieder nicht gespielt hat, muss man erstmal wieder 2-3 Rennen zum Warmwerden fahren. Aber ich denke mal, wir werden hier Callum Kirkwood, der fährt relativ langsam. Ne, Harrison Carter ist es ja. Entschuldigung. Okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ich vermute mal, diesmal könnte es da vorne an der Brücke gleich rechts rumgehen, aber wir lassen uns mal überraschen. Jawohl, ich habe recht gehabt. Auch die Kurve, die kennen wir ja schon aus den Anfangszeiten des Let's Plays. Es ist meine Lieblingskurve übrigens. Ja, wie man hier auch sieht. Vielleicht sollte ich mich da an Harrison Carters Bremspunkt mit orientieren. Oh, das lief doch gut. Mach Platz. Hier kommt zwar nicht der Mazda, aber trotzdem Platz da. So. Joa. Mich würde interessieren, wie ihr eure Meinung zu F1 2013 mit den neuen Boliden da jetzt. Ja, also es sind dabei 80er, 90er und ich glaube auch der 70er Lotus, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall. Ferrari, Williams waren so die großen Namen, die dabei waren. Lotus aus den 70ern, 80ern, glaube ich. Also keine vollen Saisons natürlich, sondern nur ausgewählte Fahrzeuge und Fahrer. Nigel Mansell ist dabei. Also finde ich richtig geil, muss ich sagen. Man sieht auch schon ganz viel Gameplay bei YouTube. Müsst ihr mal ein bisschen suchen. Auch der Alan von Team VVV. Oh. Warum geht denn der Golf heute so derbe mit dem Heck weg? Ey? Was ist denn da los? Ich muss aufpassen, dass ich meine Rückblenden nicht alle... Alter, die Kurve, ne? Ich weiß nicht. Das ist so bei mir so ein rotes... Oh, jetzt ist mein Kofferraum noch auf. Das ist so ein rotes Tuch bei mir, die Kurve. Die kriege ich einfach nicht. Ja. So, wie viel haben wir denn noch? Ach, wir sind gleich im Ziel. Sehr schön. Ich glaube, noch die Kurve.
Und dann ist es vorbei. So. Ah, die noch eine, glaube ich. Ja, da ist es. Oh, der Golf ist ramponiert. Ja, aber ich bin jetzt wieder halbwegs drin im Renngefühl auf jeden Fall. Sogar einen ersten Platz geholt, was wollen wir eigentlich mehr? Gucken wir nochmal hier kurz nochmal rein. Die ersten Meter, wie sich unser Golf hier so geschlagen hat. Ja, schön Überholmanöver noch. Ja, das war das erste von drei Rennen hier in diesem Abschnitt. Und wir schauen mal, was die Timeline hier sagt. Neunter Platz immerhin. Wobei bei den Live-Routes ja sicherlich jeder eine andere Strecke hat, glaube ich. Naja, schauen wir mal. ...157 Meter gedriftet. Eieieiei. Ja, Gott, das hier. Diese Felswände am Streckenrand sind brutal. Komm ihnen nicht zu nahe. Ja, hier. Das ist Harrison Carter. Sei vorsichtig, wenn du an diesem Kerl vorbei willst. Ja, wir kennen ihn. Also so langsam nach 100 Rennen, langsam kennen wir ihn schon. Brauchst du nicht immer wieder sagen. Ja, hier Côte d'Azur, natürlich Mittelmeergebiet. In Sektor 1 musst du deutlich zulegen. Auch natürlich ordentlich Hitze hier am Start, aber ich sag mal so, die Hitze dort in Italien und... Oh, ich merke gerade, dass meine Kamera so weit oben ist. Ich werde mal schnell umschalten. Oh. Eine Motorhaube. Ah ja, komm schon. Ja, ich muss sagen, unsere Hitze in Deutschland, die ist immer so ätzend, die ist so drückend. Da in Italien, Mittelmeer und so, da ist es immer noch so... Eine andere Luftfeuchtigkeit, das fühlt sich nicht ganz so ekelhaft an. Ah ja, die Strecke wieder, die so eng ist, wo man kaum an den Gegner vorbeikommt. Da hier ein bisschen die Kurve geschnitten. Ich muss auch sagen, ich bin eher so ein Wintermensch, aber... Ja, der Sommer hat den Vorteil, erstens mal laufen die Mädels alle ansprechender rum. Ja gut, allerdings auch die nicht so ansprechend aussehen, das ist ein anderes Thema. Dann hast du natürlich viele Motorsport-Events, allgemein geht mehr ab draußen und so. Ach ja, das mit der langen Geraden hier. Ich glaube, da war der Golf nicht die allerbeste Wahl. Topspeed sind dann doch die amerikanischen Schlitten so ein bisschen schneller, habe ich manchmal das Gefühl. Oder es ist tatsächlich so. Mal gucken, ja, wir haben noch ungefähr ein Dreiviertel. Okay, ich einigermaßen okay. So ein Dreiviertel. Ein Viertel haben wir jetzt noch. Mal schauen, ob wir die da vorne noch packen können. Ah, ja, das lief auch ganz gut. Oh, jetzt kommt Musik. Was denn? Kommt doch nie. Ah, ich glaube, das wird ziemlich knapp werden. Da vorne scheint schon so ziemlich die letzte Kurve zu sein. Aber gucken wir mal. Harrison Carter ist gerade ein bisschen langsam mit Vollgas hier rein. Da vorne ist das Ziel. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Nee, ich glaube, ich muss das Rennen mal neu starten. Da sammle ich zu wenig Punkte. Ich möchte ja auch hier mal ein Event komplett gewinnen. Deswegen nochmal mit frischem Spirit nochmal an den Start. Ist ja auch eine schöne Strecke. Obwohl ich hier so einen Allradler habe, starte ich hier echt wie die letzte Horst manchmal. So, diesmal versuche ich gleich hier reinzumogeln. Ja, hat geklappt. Schon mal an der Top 3 dran. Das läuft schon mal besser als im ersten Versuch. Oh, okay, einen leichten Stoß von hinten. Ah, der Golf, der wird auch, wenn man den Lenkeinschlag zu doll macht, dann wird der Golf auch viel zu langsam. Aber jetzt macht Harrison Carter hier einen... Oh, macht er die Lücke zu. Aber okay, jetzt kriegen wir ihn. Einschlag musst du jetzt wirklich vorsichtig sein. Ach was. Erzähl doch keinen. Okay, also erster Platz wird definitiv nichts mehr. Das sehe ich jetzt schon. Der ist einfach zu weit weg. Aber ich denke mal, im Schlussabschnitt den Mercedes, den könnte man sich noch holen. Ja, euer 90-Schild, das könnt ihr euch auch sparen. Das hat hier echt so ein bisschen Gardasee-Flair auch. Da ist es ja auch so ein bisschen mediterran alles. Aber ich war sowohl schon Gardasee als auch Mittelmeer. Trotzdem gefällt mir Norwegen besser. So. Also der BMW, der scheint da Topspeed-technisch auch nicht so gut drauf zu sein. Wir schließen hier so ein bisschen auf. Jetzt kommt wieder die Links-Rechts-Passage. Jawohl, hat gut geklappt. Konnten hier aber wieder keinen entscheidenden Schritt machen in Richtung Gegner. Jetzt vielleicht. Jetzt gehe links vorbeiziehen. Ja, jetzt geht die Musik auch wieder los. Okay, hier haben wir uns geschnappt. Ja, aber wie gesagt, den ersten da nichts zu machen. Wie gesagt, wir spielen ja auch Schwierigkeit Profi. Oh. Das war ein bisschen zu viel fast, aber haben noch den Wagen abfangen können.
Ja, okay, jetzt ein guter zweiter Platz. Damit lässt sich doch leben. Und zack. Ja, also die Côte d'Azur-Strecken gehören auch auf jeden Fall bei Grid 2 zu meinen Lieblingsstrecken. Dicht bevor, also kurz vor dem Mizu Mountain. Gib weiter dein Bestes, dann kannst du den Titel holen. Ach, guck das mal an. Ja, jetzt bin ich sogar der allererste hier von all meinen Freunden. Das ist eine ganze Menge von Leuten, kann ich euch schon mal sagen. Bin ich hier der Erste. Wow. Nicht schlecht. So, drittes Rennen und ich denke mal danach, da wartet dann auch schon das Saisonfinale. Ja, Rekordsiegserie, gerade mal 6. Also wir gewinnen hier wirklich nicht jedes Rennen. Jedes, ja, ich sag mal, 2 von 3 Rennen, die gewinne ich so ungefähr. Ansonsten lass dich nicht einklemmen. Viel sind Glück. Die KI-Fahrer doch relativ stark. Ja, lass dich, ja, das werde ich... So dicht dran. Ich kann den Sieg förmlich riechen. Ach, man kann ihn sogar ein bisschen abbrechen. Ich hab das Auto dreimal gecheckt. Nun liegt's bei dir. Dreimal sogar? Na denn. Wenn er das Auto dreimal gecheckt hat, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, sehr enger... Sehr enger Straßenkurs hier auf jeden Fall. Und da machen sie auch auf jeden Fall knallhart die Lücke zu. Da muss ich sogar ein bisschen auf die Bremse. Da vorne geht es jetzt geradeaus weiter. Meine Güte. Das ist natürlich immer so dieser Spagat, ne? Gegner und Minikarte im Auge behalten, weil man ja noch nicht immer gleich alle Strecken 1:1 zuordnen kann. Ich bin mit Grid mittlerweile schon sehr, sehr viel gefahren. Multiplayer auch. Aber trotzdem muss ich dann doch immer noch mal wieder auf die Minikarte gucken. Da vorne wird es jetzt sehr eng. Okay, es lief einigermaßen. So. Links oder rechts? Ich bleib mal links. Oh, wir sind immer noch 8er. Ne, 7er mittlerweile, aber trotzdem. Die Jungs sind echt mega stark. Gut drauf. Den nächsten holst du auch gleich ein. So. Den Ausgang haben wir relativ gut erwischt. Ich versuche mich mal innen rein zu drücken. Boah, alter Schwede. Nee. Das war einfach zu riskant. Da war einfach kein Platz mehr, um da an dem blauen Mercedes noch... Alter, wie lange ich dem da... nebendran gehangen habe. Ich versuch's nochmal. Nee, oder auch lieber nicht. Ey, ich bin 7. und die fahren hier alle meine Speed. Das ist der Wahnsinn. Oh, 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 oh. Nicht so weit rauskommen. Der Mercedes hier, der ist auch leicht an der Bande gewesen eben. Das hat ja schon fast NASCAR-Charakter gerade. Wow. Gerade so abgefangen. So, jetzt innen reinbremsen. Nein, er macht wieder ein bisschen nach rechts hinzu. Meine Güte, 2 von 3 Runden. Ich bin hier gerade 7. Mit keiner Aussicht auf Verbesserung. Aber jetzt kommt wieder die enge Kurve, aber er ist wieder direkt vor mir hier. Ich komme da nicht vorbei. Eieiei, sogar der hängt mir schon, der Subaru hängt mir schon im Nacken hier hinten. Alter, das ist einfach... Die fahren genauso schnell wie ich. Nichts zu machen. Das haben wir jetzt einigermaßen hingekriegt. Jetzt sind wir schon 5. Platz. Also wir haben jetzt eine Runde Zeit, um noch uns 2 Leutchen zu schnappen. Oh, da dreht sich einer. Eieieiei. Das rechte Vorderrad ist beschädigt. Wieso das denn? Das wird sich in Kurven bemerkbar machen. Warum? Ist doch gar nichts passiert. Er hat das Auto dreimal gecheckt, weißt du? Jetzt geht das Vorderrad kaputt. Oh. So, mal gucken. Na, das war fast zu weit. Oh. Gerade so die Karre abgefangen. Tja, ich glaube, aber ein 4. Platz wird auch reichen. Dann sind wir eben nur 2. oder 3. in der Gesamtwertung. Nichts zu ändern. Okay. Guck mal, der ist ganz schön langsam. Bruno Silva in seinem Silvia. Passt ja. So, pass auf. Den schnappen wir uns noch. Ja, gehe ich rechts vorbei. Du bist in den Top 3. Okay, schaffen wir den auch noch vielleicht? Das wäre ja richtig sahnig. Nee, das wird zu knapp. Da vorne ist schon das Ziel. Und ja... Immerhin 3. Platz. Ey, das Rennen hat echt Spaß gemacht. Das war echt eine Konkurrenz auch mal. Der Erstplatzierte ist über die Linie. Ja, mal gucken, wie es jetzt in der Gesamtwertung aussieht im Event. Wow, was für ein Triumph. Ja. Du hast die Saison gewonnen. Ja, herrlich. Warum kannst du dir echt was einbilden? Nö, übertreib es nicht. Okay. Ich beherzige deinen Rat, mein lieber Freund, der du mir schon mal richtig auf den Sack gehst mittlerweile. Lambo Freak war vor mir auch der Vater von Logix. Oh, neuer Bericht. Stille. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby,
What's the secret behind the success? Secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Yeah, it would be great. Orient Express, ich glaube, war das jetzt schon das Finale, Saisonfinale? Oder geht's jetzt schon nach Asien? Das wäre ja richtig geil. Ja, diese ESPN-Berichte sind immer ein sehr schöner Einschlag nochmal. Aber ein bisschen mittlerweile muss ich sagen, es wirkt auf mich wie so ein kleiner krampfhafter Versuch da mit einem großen Partner und einem großen Namen. Oh, jetzt hageln die Fans aber hier. Ein bisschen die Kampagne Einzelspielermissionen aufzufrischen, weil die sind doch recht repetitiv. Guck mal. Wir haben die Chance, mit der WSR die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Ach, guck mal, geile J-Cars. Los geht's. Jawohl. Das finde ich ja richtig gut jetzt. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Endlich geht's nach Asien und da fahren sie alle mit ihren JDM-Cars vorbei. Die Japaner. Ich habe jetzt wieder eine neue Garage. Bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Komm schon, komm schon. Ja. Ich habe hier zwei Autos, zwischen denen du wählen kannst. Du brauchst eins für die kommenden Events. Ich glaube, er macht einen Scherz, ne? Na klar, den Nismo, den Skyline, ab. Ja, die kann ich ja sowieso mir holen. Kannst das Auto sofort nutzen. Weitere Sponsoren würden gern auf deinem Auto werfen. Ach, guck mal. Das ist eine Bestätigung deines Könnens. Ja, Dalek Fodder ist eigentlich ziemlich cool. Was haben wir noch so schönes? Razer haben wir dabei, Dragon, Ogio. Mal sehen, ob es auch eine schöne Bekleidungsmarke dabei ist. HKS haben wir auch dabei. HKS ist auch ziemlich cool. Aber ich glaube, dann werde ich mich in dem Falle mal für Dalek Fodder entscheiden. Ja, oder? Wollen wir Razer nehmen? Ist ein bisschen mehr Gaming. Ich habe gar nichts von Razer, glaube ich. Doch, ich habe ein Razer Mauspad, ein Razer Goliathus Mauspad. Ansonsten habe ich von Razer eigentlich gar nichts. Aber gut, nehmen wir das einfach mal. Machen wir Razer. Den Rest lassen wir so. Guck mal hier, das gibt aber immer die gleichen Fans, glaube ich. Schlage eine Zeit. Also das sind jetzt verstehe ich das langsam auch mit den Sponsorenzielen mal. Wenn wir die WSR zu einem weltweiten Erfolg machen möchten, müssen wir den asiatischen Markt erobern. Wenn uns das gelingt, wird dies die bisher größte WSR-Saison. Coole Sache. Ja, jetzt kommen nämlich die ganzen Torsch und Drift und so weiter Events. Und hier geht's schon los mit den Kowloon Dragons. Kowloon Dragons, wie auch immer. Das ist wieder nur eine erste Einladung. Du musst zeigen, dass du in ihrer Disziplin mithalten kannst. Ah ja, aber wir machen jetzt, bevor wir hier richtig loslegen, machen wir mal unser Auto. Unser Nissan, den werden wir schon mal tunen. Pass mal auf. Ich glaube, der ist nämlich jetzt Tier 2, genau, da ist er. Jawohl. So, Nissan. Er kann, sie kann, Nissan. Und den hauen wir uns jetzt mal richtig schick. Eigene Lackierung anpassen. Da schauen wir doch mal, was wir hier so machen können. Also erstmal, ich weiß gar nicht, die Grundfarbe. Fangen wir mal mit der Grundfarbe an. Beziehungsweise fangen wir mit dem Muster an, weil das kann man jetzt in dem Kontrast noch ganz gut sehen, wie das Muster dann aussehen wird letzten Endes. Ah, hier gab es doch dieses geile Japan-Ding. Das mache ich da auf jeden Fall. Da ist es. Das mache ich da auf jeden Fall drauf. Das passt dann richtig schön jetzt nach Asien. Und mal gucken, ich denke mal, wir machen uns... ich würde mal gerne ein rotes Auto machen, das ist so selten irgendwie. Ich mache mal ein rotes Auto, ich probier mal, wie das aussieht. Es war ein mattes, rotes Auto, mal sehen. Vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen blutrot. Ja. Und jetzt gucken wir natürlich, das Muster muss natürlich jetzt auch passen. Den Mond machen wir mal weiß im Hintergrund. So quasi so eine gespiegelte Japan-Flagge, mehr oder weniger. Den können wir ja mal metallic machen. Ich weiß nicht, sieht das aus? Ja, das sieht eigentlich cool aus, wenn das so ein bisschen... Der Rest schimmert, aber das Schwarz, die Hauptfarbe ist matt. Das sieht relativ cool aus. Ja, das lasse ich auf jeden Fall weiß. Gucken wir mal, die Dame hier. Oh, metallic. Ich denke mal, da gehen wir so in Richtung schwarz-grau. Mal gucken. Ja, doch, auf jeden Fall. Das machen wir so. Ne, schwarz ist cooler als grau. Matt, metallic, gucken wir mal. Flip-Flop, nein. Perleffekt, nein. Glänzend. Metallic. Ja, metallic machen wir so.
relativ cool. So, dann haben wir hier noch eine Grau. Das ist ihr Mantel. Mal sehen, was wir da machen. Ach, der sieht echt geil aus. Kann man nicht anders sagen. Sieht sie auf der Seite. Achso, warte mal, da ist eine andere Frau als auf der anderen Seite. Ist ja auch interessant. Habe ich noch gar nicht gesehen bei dieser Dings. Auf jeden Fall spielt das da auch mit rein. Ich denke mal, dann machen wir das auch schwarz. Ja, das ist, glaube ich, die beste Variante. Hier auch Metallic. Und dann ist das fertig. So, jetzt gucken wir uns nochmal an die Felgen. Ich meine, mir gefallen die Nismo-Felgen, die Standard-Felgen schon recht gut. Aber wir schauen mal, was wir hier noch so haben. Wobei ich glaube, ey, die sind es schon eigentlich. Da brauchst du nicht mehr viel ändern. Ich lasse die Standardfelgen drauf kommen. Was soll der Geiz? Die sind echt richtig geil. Und ich mach's nur auf dieses Fahrzeug. Ja, jetzt haben wir unseren Nismo schon mal hier optisch schön fertig gemacht für die nächsten Rennen, die da so auf uns warten. Und jetzt geht's los. Auf zu den Nolan Dragons.